Hey Freunde, herzlich willkommen, Bubble, willkommen zurück auf Two Let's Do, der vorletzten Folge FIFA 19 erstmal auf diesem Kanal. So, Pressekonferenz und dann gab es gerade die bedrohliche Nachricht. So, ich muss doch mal motivieren, das letzte Spiel ging ja leider verloren. Achso, Jugendspieler will weg, da müssen wir natürlich auch nochmal gucken. Ne, Jugend forscht, heißt es ja nicht umsonst. Ich habe gerade erfahren, dass Peter Bergmann seinen Vertrag auflösen will. Schauen wir uns den Peter Bergmann mal an. Ist der es würdig, jetzt schon hochgeholt zu werden? Der Peter Bergmann. So, Torwart 17, Potenzial 84 bis 94. Geh doch. Geh doch. Ne? Ja. Vorletzte Folge auf Two Let's Do. Wie gesagt, die zweite Saison startet auf Ben Masterful. Dort werde ich jetzt Jugendspieler will weg. Peter Bergmann kennen wir schon. Okay. Zweimal Peter Bergmann. Und wir spielen im Pokalfinale gegen Augsburg. Ist jetzt nicht so der Burner, ne? Ja, es ist kein großes Spiel. Aber okay, es ist halt DFB-Pokalfinale. Und hier heißt es jetzt nicht Robberie verabschieden, eventuell, wenn ich 2-0 führe. Nein, ich habe nicht die Aufstellung geändert. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ich muss hier erstmal gucken. Robben, Coman, Davies. Ja, Süle, Hummels, Kimmich, Goretzka, Thiago. Okay, es ist jetzt nicht das Schlechteste, aber auch nicht das, was ich jetzt aufgestellt hätte. Gut, Davies halt über links. Schauen wir mal, was geht, ne? Schauen wir mal, was geht. Mit der Aufstellung haben die in Augsburg sicherlich nicht gerechnet. Also, DFB-Pokalfinale hier. Das ist ja keine schlechte Mannschaft. Also, wenn ich hier nicht gewinnen sollte, wird es nicht an der Aufstellung gelegen haben. Möchte ich mal so behaupten. So. Davies. Ja, Thiago. Also der lässt sich schon übelst geil steuern, der Thiago. Okay, der war jetzt schlecht von mir. Oh, da muss Alaba hinterher flitzen. Und er kriegt den Schuss noch. Wie ging das denn? Hi, so ein wuchtiger Typ da. Muss ich aufpassen. So, also hier müssen wir erstmal so ein bisschen Mia Samir an den Tag legen. Auch du, Mats. Alter Falter, ich stehe hier gehörig unter Druck gerade. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Ah, hier Paya. Alter Falter, das ist schon ein großer Typ, ey. So, Davies, der ist ja auch schnell. Oh, Robben. Ich wollte ihn auf die linke Seite schlänzen. Hat nicht funktioniert. Opa, ja, verschätze ich. Und Süle. So, erstmal wieder gut abgewehrt. So, Goretzka. Ja, den Ball auch mal laufen lassen. Bisschen Sicherheit in die Pässe kriegen. Kingsley Coman. Goretzka und links raus auf Davies. Versuchen wir das. Ecke, immerhin. Also Davies gefällt mir nicht so, muss ich ja mal sagen. Er ist keine Option aktuell für die nächste Saison. Und nächste Ecke. Robben versucht es einfach mal mit links. So, diesmal kurz auf Thiago. Die kommt immer gut. Dann beim zweiten. War eigentlich ganz nice. Und, ah, oh, dritte Ecke hier. So, jetzt kann ich die Augsburger zumindest mal ein bisschen unter Druck setzen. Das ist ja auch nicht so verkehrt. So, Thiago. Ei. Und weg damit. Aber wir haben sie. Davies hinten, pass auf. Alaba. Alaba. Ah, Mann. Alaba ist kein Killer. Ah, ne, war das Coman? Ich muss ja zugeben, so, diese Davies, Alaba, Coman, die sehen da schon recht ähnlich aus, ne? Kann man ja mal verwechseln. Uhuhu.
da hat auch das Mikro gerade übersteuert. Ich glaube, da war übelst abgefälscht. Ich gehe schon wieder in Rückstand, ey. Das ist natürlich nicht... So, hier mit Hummels. Ruf gegangen. So, wer fälscht das Ding so kacke ab? Oh, paar Jahre ist es gewesen. Ja, fälscht er entscheidend ab. Ich glaube, das konnte man jetzt nicht so wirklich aus dieser Perspektive sehen. Robben! Der Arjen macht's, der Arjen Robben. Der haut das Ding da rein. Dum, dum. Ja, schöner Abschluss hier für Arjen Robben, zumindest im DFB-Pokal. War ja unbeabsichtigt heute in der Startelf, hatte ich so nicht geplant. Aber ja, Robben hat's immer noch drauf. Definitiv. 1-1 in der 25. Also Spannung im Pokal ist da. Oh, ja gut. Ah, der kommt an auf Davies, kein Abseits. Und dann der Pass, der war ja mal unterirdisch. So, jetzt Payar, also beim Laufen ist er noch nicht der Schnellste. Ich weiß nicht, ob man da noch was hinbekommt. Oder ob die Laufleistung im Grunde genommen irgendwann feststeht. So, Davies. Oh, Thiago allein aufs Tor zu. Thiago, nein. Oh, ich dachte, den lupfe ich da nochmal schön rein. Riesenchance. Ich weiß nicht, warum ich den nicht gespielt habe, wie ich es denn sonst gespielt hätte. Ach. So, Neuer wieder raus. Okay, den fängt er diesmal. Gegen die Eintracht sah das ja mit dem Neuer rauskommen nicht so gut aus. Goretzka auf Davies. Also über links ist schon ganz gut was los. Ganz gut was los. Aber Davies hat überhaupt keine Skills. Überhaupt kein Skill. Ein Kimmich hat mehr Skill. Oh. So, Hummels. Und wieder Thiago. Gute Möglichkeit, das Ding ist noch scharf. Robben, Pfosten. Oh mein. So, wieder Einwurf für die Bayern hier. Also, die erste Halbzeit geht hier definitiv gar nicht mal so unspannend. Davies! Zu Ende. Also jetzt hier Chance über Chance. Das versuchen wir nochmal mit Davies. Okay, der klappt nicht. Goretzka! Ja, Elfmeter. Auch wenn er keine Chance mehr gehabt hat, da irgendwie an den Ball zu kommen. Aber Foulspiel war da und EA hatte gesagt, FIFA ist ja schon der Videobeweis. Also Fehlentscheidung quasi ausgeschlossen. Ja, also der Ball, der war natürlich gut vorgelegt. Dann ist die Berührung da. Arjen Robben, perfekt. Vielleicht Gerechtigkeit, weil ich hätte ihn ja natürlich auch nicht gepfiffen. Aber gut. Robben wie gegen Dortmund. Elfmeter verschossen. So, Davies über rechts. Links. Wohin jetzt damit? Nein! Ja, hoffentlich rächt sich das nicht. Also die erste Halbzeit hätte ich eigentlich hier auch führen müssen quasi. Trotz Rückstand. Ich hätte hier eigentlich führen müssen jetzt. So, komme ich nochmal nach vorne. Ja, ich komme nochmal nach vorne. Mit Davies. Also Davies, ich glaube, den muss ich auswechseln. Ich glaube, der ist in diesem Spiel
nicht das, was ich hier brauche. Deswegen schauen wir mal, wen wir da haben. So, ja, der Ribéry. Oh, der Ribéry, da kommt der Ribéry. Kriegt er nochmal DFB-Pokal-Abschied hier. Mal gucken, ob es besser wird. Ich hoffe ja. So, da hat er auch gleich den ersten Ball. Und dann geht's hier weiter. Online klappt der Trick ganz gut. Gegen die KI muss man das, glaube ich, nicht so machen. Ah. Ah. Oh. Wow. Also die Frankfurter starten hier gut in die zweite Hälfte. Schön raus. So, Ribéry. Wohin mit dem Ding? Ja, Robben ist da nicht richtig. Ribéry mit dem Fehlpass und jetzt hier Neuer. Also die Frankfurter geben hier gut Gas zu Beginn der zweiten Halbzeit. Die müssen natürlich, die haben natürlich, Alter Hummels. Die haben natürlich den Druck gespürt, wollte ich sagen. Kommt an, kommt an. Direkt, oh, oh. Also war mal schön gespielt hier. Ja, so. Nächstes Spiel. Da seht ihr es oben links. Nächstes Spiel. Da gibt es dann keine Ausreden mehr. Das spannendste Spiel des Jahres. Die beiden besten Teams gegeneinander. Oh, ganz stark Goretzka. Was macht er denn? Oh, Leon Goretzka vergibt Riesenchance nach super Vorarbeit. Ich glaube, Ribéry hat ihn am Ende noch vorgelegt. Ja, mittlerweile 10:6 Schüsse. Das hätte ich nach dem 1:0 Rückstand gar nicht so erwartet. Dass das Spiel dann noch so gut für mich läuft. Zumindest aktuell optisch und statistisch überlegen. Neuer, geht bitte ins Tor. Manometer, also... Okay, gibt Offensivfoul. Immerhin. Ich habe ja schon schwarz gesehen, dass das Ding irgendwie... Kimmich. So, Ball laufen lassen. Der hat immer die meiste Kondition. Ja. Vielleicht ist Goretzka der Nächste, der raus muss. Ich glaube, ich habe Sanchez nicht mit. Der könnte jetzt, glaube ich, nochmal gut für Wirbel sorgen. Der war nicht gut. Oh, no, oh, Mando. So, ich muss jetzt mal wechseln. Also, ich glaube, Robben ist der Nächste. Ribéry kam, Robben geht. Für Serge Gnabry. Ich hätte auch noch einen Böhm. Ne? Puh, ja, komm, und dann Lewandowski. Sonst meckert ihr wieder. Das mit Koman hat bisher noch nicht so geklappt in diesem Spiel. Vielleicht klappt es ja dann mit der Robert. So, Robben nochmal. Vielleicht der letzte Sprint. Und Robben! DFB-Pokalabschluss. Arjen Robben, der trifft zum 2:1 hier. Wahnsinn. Wahnsinn hier. Nochmal schöne Vorarbeit. Wer ist es gewesen? Ich glaube, Goretzka. Ja, ein Rau. Rau. Das ist ein Rau. Ja, Robben. Und da ist auch der Wechsel. Also perfekt. Tor gemacht, ausgewechselt. Wow. Ne? Mal gucken, ob Ribéry noch einen hinkriegt oder vielleicht in der Champions League Finale. Damit wir dann. So, Serge Gnabry. Der ist natürlich heiß. Torschützenkönig der Bundesliga. Gnabry, Gnabry. Auch gar nicht so schlecht. Leon Goretzka wieder. Oh, war auch noch abgefälscht. So, die Führung beruhigt natürlich. Schade. So, Payar, wer ist da hinten noch?
Süle, ja, wusste ich es doch, Ribéry passt da hinten auf. Ribéry, ja, der ist natürlich heiß jetzt. Jetzt will er hier seinen Abschied erzwingen. Und Thiago! Der geht nicht. Ich glaube, der bleibt noch. Thiago Alcantara. Ja, schönes Tor hier, Serge Gnabry. Dann ist es, glaube ich, Kimmich, der da vorlegt. Ja, und Thiago, da macht den natürlich aus dieser Entfernung. 3 Tore im DFB-Pokal. Richtig. Also jetzt könnte es deutlich werden. Schade. Warum rennt Alaba da erst weg? So viel zur Spielintelligenz des Spielers. Oh, Serge Gnabry. Wo ist Ribéry? Wo ist Ribéry? Da wäre er gewesen. Ribéry, ja, da war er zu weit außen. Franck. Habe ich schon dreimal gewechselt? Ja, ne? Oh. So, jetzt vielleicht nochmal. Ribéry, komm. Oh, Ribéry holt sich den Ball hier. So, Serge Gnabry über rechts. Ribéry ist vorne in der Spitze drin. Ah, der kam kacke. Ja, 5 Minuten sind noch. Also eine Chance kann ich mir bestimmt noch erspielen. Warum pfeift er den? Den habe ich doch safe gehabt. Warum muss man dann noch abpfeifen? Teilweise verstehe ich das immer nicht. Ich weiß, ich hätte ihn zweimal reinmachen können gerade, aber ihr wisst ja, ich will hier mit Ribéry das Ding irgendwie über die Linie drücken. Nein! Ja! Oh Mann! 2 Minuten sind gleich um. Also am Ende war es dann, ja, das war's. Also am Ende war es dann doch, mit dem 2-1 war es ja dann doch recht deutlich. Und hier sieht man jetzt die jubelnden Spieler, die sich natürlich hier enorm freuen über diesen DFB-Pokalsieg. Das Double ist also safe. Deckel drauf. Bam. Ja, tolle Bilder. Hoffentlich ist das jetzt... Ich weiß gar nicht, wann das echte DFB-Pokal ist, ob das jetzt schon war oder... Ne, ich glaube, das war schon. Ich glaube, diese Folge kommt nach dem echten DFB-Pokal. Ja, hier, DFB-Pokalsieger, jetzt heißt es auch endlich so. Da bekommen jetzt die Spieler die Medaille und hier sieht man dann auch gleich nochmal den Pott, wie er hochgestemmt wird. Ja, die Bundesliga-Schale, die Meisterschale wurde ja, glaube ich, von Lothar Matthäus überreicht, der Lothar. Ich glaube, am liebsten hätte er sie selbst hochgestreckt. So sah das im Fernsehen aus da. So, und hey! Da ist es. Kann ich nur zu sagen, gefällt gut. Gut. Wollen auch gar nicht zu viel zeigen. Ihr kennt das ja alle. Habt ja alle bestimmt selbst schon mal DFB-Pokal gewonnen. Also, schöne Bilder am Ende mit einem schönen Pokalsieg. Im nächsten Spiel erwartet uns der FC Barcelona. Oh. Gut, also wir haben eine super Saison am Ende noch gespielt. In der nächsten Saison werde ich den Schwierigkeitsgrad auf Legende stellen und ich werde auch nochmal, was werde ich noch machen? Ich werde definitiv
Die Mannschaft wird nicht so stark sein. Also ich werde nochmal, wie gesagt, nochmal versuchen, gleich zu Beginn nächste Saison auch wieder noch ein paar Jugendspieler einzubauen. Turnierpreisgeld nochmal 8 Millionen, okay. Ist aber auch schon für kleine Vereine, wäre das natürlich der Wahnsinn. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.